raus. Start frei. Rennpreis von Dax mit Elfen Annabelle, die 1, Danny den Double Dillon, Johnny das Sir, die 2, Robin Gott, Ikon Manatis, die 3, Jens Bergmann, Agathos, die 4, Jan Tiring, Individ, die 5, Ralf Oppoli, Andrala, die 6, Markus Gott, Seville, die 8, die 7, Michael Nimczyk, Samantha Hall, die 8, Daniel Kloß, dann haben wir Conroy, die 9, Tim Schwamer und last but not least mit der Startnummer 10, Jelten Sass und Jochen Holtschuh, 100 Meter bis zum Start. So, das war dann der Start. Fehler zu Beginn von Johnny Dassur, hebt hier in der Startphase ab, springt hier und ist hier gar nicht mehr auszuparieren. Und den sieht man jetzt weit, weit hinter dem Feld. Ja, und damit ist der Start dann wieder frei. Die Pferde ordnen sich den neuen ein. Annabelle, die 1, den Jürgen, Johnny Dassur, die 2, Robin Gott, die Kronmanatis, die 3, Jens Bergmann, die 4, Agathos mit Jan Tiring. Die 5 Individ, Ralf Oppoli, Andrala, die 6 Magnus Box, Sevillias, die 7 Michael Nimczyk, dann die 8 Samantha Holt, dann Los Conroy, die 9 Tim Schwamer und Gentle Sass, die 10 Jochen Holtschuh. Meter bis zur Startmarke. Und das war dann der Start zum zweiten Rennen. Guter Antritt hier zunächst einmal von Ikon Manatis. Fehler an der Innenkante von Felten Annabelle. Da stürmt dann jetzt Ikon Manatis nach vorne, übernimmt das Kommando. Andrala setzt dahinter ebenfalls gerade. Gentle Sass an der Außenseite, streckt den Kopf in Front. Dahinter bleibt dann Ikon Manatis in der zweiten Position. Etwas zurück, da sehen wir dann Andrala. Sevillias hat ebenfalls Anschluss und die erste Durchgangszeit lautet hier für Gentles Ass 1.13.3. Es geht in Kürze am Ziel vorbei, die beiden vorderen Pferde haben sich hier deutlich abgesetzt, mit Gentles Ass dahinter Ikon Manatis. Mit dem Rückstand folgt dann Andrala in der dritten, Sevillias in der vierten Position, dann ist das Agathos, der hat ebenfalls Anschluss. Gleich in den Einlauf hinein mit Sevillias. Außen begleitet von Johnny Dassur. Johnny Dassur greift an, steckt den Kopf in Front. Sevillias wehrt sich innen. Aber Mitte der Bahn ist es Johnny Dassur. Und das wird dann ein Sieg hier für Johnny Dassur. Und jetzt sollte eigentlich jeder hier in der heutigen V4 eingebaut haben. Zweiter, dahinter Sevillias, dann Antrala. Und knapp in der Aufschluss 4. Mitte der Bahn. Agathos, letzte Zwischenzeit 14:0. Der Cocktail Jetson, der geht hier heute auf und davon. Einmal mehr und er bestätigt damit seinen letztlichen Erfolg. Und damit gibt es dann eine weitere Siegerehrung für Johnny Dassur, für Besitzer Joseph van Buffel, Henkrift als Trainer und als Fahrer auf Box. Ja, wenn er das nicht passt, dann herzlichen Glückwunsch, Robin. Ich bin begeistert von seiner Grundschnelligkeit. Nee, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist bestimmt nicht so ganz so einfach zu steuern, oder? Und ich möchte trotzdem noch eben ganz schnell gratulieren, darum geht es jetzt nicht, aber Kira Face hoch. Kira Face, ja, war fantastisch gestern. Ja, sehr gut. Sie ist sehr beeindruckend. Sehr schön. Das glaube ich auch. Im dritten Rennen steuerst du Madness. Ich glaube, Madness im Rennen hast du noch nicht gefahren, aber den Heat hast du gefahren. Heat habe ich gefahren, nur drei Bahnen, vier Meter hoch. Ich bin mal gespannt, ob wir uns nachher nochmal wiedersehen. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Und einmal mit den netten Applaus für und Johnny Dassur, Trainer Henkrift aus dem Besitz von Joseph van Duffel.
Ja, und dazu haben wir dann auch den vorläufigen Richterspruch für das zweite Rennen. Johnny dazu, die zwei gewinnt hier, zweiter die sieben, Sevillas.